Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video soll es mal wieder um eins meiner absoluten Lieblingsgenres gehen. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, wenn ihr mich schon ein bisschen länger verfolgt, dass ich einfach sehr, sehr gerne Thriller lese. Thriller, wow, ich habe das richtig gut, das Thema ausgesprochen bekommen, sonst ist bei mir immer so Thriller. Ja, kein anderes Thema. Ja, also ich lese die eben sehr, sehr, sehr gerne, diese Bücher neben New Adult, Contemporary. Es ist so mein Lieblingsgenre und ja, ich habe da natürlich in dem Genre auch ein paar Favoriten. Ich hatte schon mal ein Video gedreht mit meinen Top 5 Thrillern. Das verlinke ich euch gerne mal hier oben. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt da gerne mal vorbei. Ja, ich dachte mir jetzt aber, es wäre mal wieder an der Zeit, ein paar neue Picks euch vorzustellen, ein paar neue Bücher. Was heißt neue? Einfach andere Thriller, die ich auch sehr, sehr gerne gelesen habe. Ich habe euch wieder 5 rausgesucht, werde euch die jetzt näher vorstellen und ja, wünsche euch natürlich ganz viel Spaß beim Gucken. Wir starten direkt mit einem Buch von Richard Layman. Richard Layman ist ja so ein bisschen umstritten. Also, was ich sagen kann, ist, dass seine Bücher alle sehr unterhaltsam sind, das auf jeden Fall. Es sind nicht immer die logischsten und realistischsten, oh Gott, Bücher. Das nur mal vorweg. Also es ist nicht alles immer hier so realistisch, aber das stört mich auch irgendwie gar nicht. Also irgendwie lese ich seine Bücher trotzdem super gerne. Und mein liebstes Buch von ihm und auch, glaube ich, somit eines der ersten war eben Nacht. Und das Buch, ich sehe die ganze Geschichte immer noch vor meinem Auge, so als hätte ich sie gerade erst gelesen. Die hat irgendwie wirklich einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Ich habe es in kürzester Zeit gelesen, weil es so spannend war. Generell ist das bei Laymans Büchern auch mal so, die Kapitel, also generell der Schreibstil ist sehr, sehr einfach. Man kommt da sehr gut durch. Die Kapitel enden spannend, die Kapitel sind auch nicht lang. Manchmal nur ein paar Seiten. Ja, also wirklich sehr, sehr gut. In diesem Buch geht es um eine junge Frau, die sich bereit erklärt, auf das Haus von einem reichen Pärchen aufzupassen. Dieses Haus liegt am Waldrand, da schrillen schon die ersten Alarmglocken. Und ja, sie wird auch direkt am Abend schon, als sie anfängt, auf das Haus aufzupassen, von einem mysteriösen Anrufer terrorisiert, der ihr keine Ruhe lässt. Irgendwann versucht er dann auch, in das Haus einzudringen und sie sieht keine andere Möglichkeit, als ihn niederzustrecken. Und zwar nimmt sie da einen alten Säbel, sieht man eben hier auf dem Cover. Aber damit beginnt das Grauen gerade erst. Also so kann man das locker flockig zusammenfassen, die ganze Geschichte. Es ist super spannend erzählt, es ist rasant, es spielt alles in einer Nacht mehr oder weniger. Ja, doch, es spielt alles in einer Nacht. Und ich glaube, ich habe es innerhalb von einem, maximal 2 Tagen gelesen, weil es so spannend war und ich das Buch einfach nicht weglegen konnte. Also wirklich so, so, so gut. Ich bin seitdem wirklich ein Fan von Richard Layman. Wie gesagt, es muss nicht immer alles Sinn ergeben in diesen Büchern. Trotzdem ist es sehr unterhaltsam, ist es vor allem sehr spannend. Es ist auch immer sehr blutrünstig, darauf muss man sich einstellen in seinen Büchern. Es fließt schon immer sehr viel Blut. Aber das stört mich jetzt eigentlich nicht. Da habe ich eigentlich nicht so wirklich ein Problem mit. Von daher ist das alles in Ordnung. Ja, Nacht kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Super spannend, kriegt ihr schnell durch. Top Empfehlung. Top Ebayer, gerne wieder. Als nächstes haben wir Saving Grace, Bis dein Tod uns scheidet von B.A. Paris. Das Buch habe ich, glaube ich, vor so 3-4 Jahren ungefähr gelesen, aber auch das ist immer noch sehr präsent in meinem Kopf. Es geht um ein anscheinend sehr perfektes Ehepaar. Und zwar lernen wir hier Grace und Jack Angel kennen. Ich gucke mal kurz. Ja, sie sind das perfekte Paar. Also alle bewundern sie, alle würden gerne so sein wie die beiden. Die Ehe scheint perfekt, alles scheint wirklich gut zu laufen. Aber nach und nach merken die Leute dann irgendwie schon in ihrem Umfeld, vielleicht geht ja doch nicht alles so mit rechten Dingen zu. Hier steht nämlich schon, warum zum Beispiel kann Grace auf Dinnerpartys so viel essen und nimmt doch niemals zu? Und warum umgibt ein hoher Zaun das wunderschöne Haus der beiden? Doch wenn man Grace danach fragen möchte, stellt man fest, dass sie nie allein ist. Denn Jack ist immer, wirklich immer an ihrer Seite. Ja, da kann man sich, glaube ich, schon vorstellen, in welche Richtung das Ganze so ein bisschen gehen wird. Es ist ein sehr psychologisches Buch, also sehr viele Psychospielchen, sage ich mal. Es ist weniger blutig, so wie ich das jetzt in Erinnerung habe. Also es geht wirklich sehr um die Psyche, aber auch das ist so rasant geschrieben. So fesselnd, so spannend auch einfach. Also man fiebert wirklich mit. Und tatsächlich ist das Buch auch nicht so dick. Also es sind knapp 350 Seiten. Das kriegt man schnell und gut durch. Es ist super leicht geschrieben.
einfach ein guter Thriller auch mal für zwischendurch, wenn man irgendwie was locker leicht, das ist jetzt auch ein bisschen falsch in dem Zusammenhang, aber wenn man irgendwie was ja, für zwischendurch einfach möchte, ist das Buch perfekt. Ich kann es euch nur empfehlen. Dann zum dritten Buch. Das dritte Buch hat ein sehr, sehr cooles Cover. Da bin ich nach wie vor ein großer Fan von. Und zwar Ethan Cross, Ich bin die Nacht. Ich hoffe, man kann das jetzt überhaupt ein bisschen erkennen in der Kamera. Es ist ja nicht so eindeutig, was hier steht. Man muss da ein bisschen gucken. Das ist eine Reihe. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie viele Teile es gibt. Ich glaube, es sind 4 oder 5. Vielleicht gibt es aber auch schon mehr. Also ich habe noch den zweiten Teil hier, der heißt Ich bin die Angst. Und dann gibt es auch noch der dritte. Der dritte ist Weiß. Weiß ich aber gerade gar nicht, wie der heißt. Ich habe auch den dritten gar nicht gelesen. Musste ich eigentlich mal weiterlesen, die Reihe, weil die so gut ist. Es geht hier, grob gesagt, um den Serienkiller Francis Ackerman Jr., der seinen Opfern immer so ein bisschen die Wahl lässt. Also er schnappt sich seine Opfer und fordert die dann zu einem Spiel heraus, ja, womit sie sich quasi ihr Leben verdienen können. Also wenn sie das Spiel gewinnen, dann überleben sie. Er bietet also allen eine faire Chance sozusagen. Ja, hier steht aber auch schon, ich habe noch nie verloren. Also das ist halt aus der Sicht von Francis Ackerman Jr. hier geschrieben. Die meisten Menschen werden mich verabscheuen. Einige, die mir ähnlich sind, werden mich verehren. Aber alle werden sich an mich erinnern. Mein Name ist Francis Ackerman Jr., ich bin die Nacht und ich möchte ein Spiel mit Ihnen spielen. Erinnert so ein bisschen an die Saw-Filme. Aber es ist wirklich sehr, sehr gut. Dadurch, dass das auch aus seiner Sicht hier geschrieben ist, aus Francis Ackerman Juniors Sicht, ist es mal was ganz anderes, weil wir das ja sonst irgendwie nicht haben. Sonst haben wir ja meistens die Opferperspektive, aus der die Geschichten geschrieben sind oder die Stories. Und hier ist es eben mal andersrum. Super interessant, auch mal in die Psyche eines Killers zu blicken. Und ja, was dort passiert, ist eben auch super spannend. Also man fiebert wirklich mit. Es bleibt einfach im Kopf, diese Geschichte, würde ich sagen. Man vergisst die nicht. Es ist ein ganz raffinierter Serienkiller. So. Also dadurch macht es auch eben so Spaß, in seine Psyche zu blicken. Ja, wie gesagt, ich muss die Reihe unbedingt weiterlesen, weil mich dieses Buch hier wirklich sehr begeistert hat. Ich bin die Angst, war auch noch sehr gut und wie gesagt, den dritten Teil habe ich noch nicht gelesen, möchte ich ganz bald nachholen. Weitere Autorin, die ich absolut verehre, von der ich auch schon jetzt insgesamt, glaube ich, ja, mindestens 3, 4, 5 Bücher gelesen habe und die wirklich alle gut waren. Aber ich glaube, mein Liebstes von ihr müsste jetzt das hier sein, was ich euch gleich zeige. Und zwar Those Girls, Was dich nicht tötet von Cherry Stevens. Ja, in diesem Buch geht es um 3 Schwestern, nämlich Jess, Courtney und Danny, die auf einer rauen Farm in Kanada leben mit ihrem gewalttätigen Vater. Und eines Tages denken sie sich, okay, so kann das nicht weitergehen, wir müssen dringend flüchten, wir können hier nicht weiterleben mit unserem Vater. Genau, es ist dann eben ein großer Streit, der aus dem Ruder läuft und daraufhin fliehen sie mit ihrem Pickup. Der bleibt dann jedoch aber in einem abgelegenen Dorf liegen und dann beginnt das Grauen quasi erst. Also dieser Albtraum, den sie da dann erleben, ist wahrscheinlich noch schlimmer als den sie bei ihrem Vater hatten. Ja, darum geht's. Und wo ich das jetzt hier gerade alles vorlese, den ganzen Klappentext, kriege ich so Lust, das Buch nochmal zu rereaden. Also auch dieses Buch hier, eigentlich alle, die ich euch zeige, habe ich in kürzester Zeit weggelesen, weil es so spannend war. Man konnte die Bücher einfach nicht weglegen. Auch so war es hier bei diesem Buch wieder. Also ich weiß nicht, ich fand es so spannend, mit diesen 3 Schwestern mitzufiebern und sie auf ihrer Flucht sozusagen zu begleiten und einfach zu sehen, so okay, was widerfährt ihnen da, was stößt ihnen da jetzt noch alles zu. Es war sehr, sehr krass, es ist sehr gewalttätig, sehr brutal, dieses Buch hier. Also da muss man schon echt starke Nerven haben, auf jeden Fall. Ich erinnere mich da noch an ein paar Szenen, die echt nicht ohne waren. Aber ansonsten ist das Buch wirklich der absolute Hammer. Eins meiner wirklich liebsten Thriller generell, wirklich von Cherry Stevens. Die Bücher sind alle sehr, sehr zu empfehlen. Da habe ich auch noch That Night hier, Still Missing und auch noch irgendein anderes. Ich weiß nicht, wo das gerade rumfliegt. Alle super, alle zu empfehlen. Aber ich glaube, Those Girls hat mich am meisten beeindruckt. Ich glaube, weil ich das immer sehr, sehr gerne mag, wenn so starke Protagonistinnen im Vordergrund stehen, wie wir es hier auch haben mit den 3 Schwestern. Ja, es hat mir gut gefallen. Wie gesagt, kann ich euch auch nur empfehlen. Und das letzte Buch habe ich erst neulich ausgelesen und es hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Kann man nicht anders sagen. Ja, wieder von einer weiblichen Autorin, beziehungsweise sind sogar 2 Autorinnen, nämlich Greer Hendricks und Sarah Pekkanen. Und zwar The Wife Between Us. Wer ist sie wirklich? Sally, meine Katze ist hier gerade drin. Sally? Sie weiß nicht wohin. Es geht hier in diesem Buch um 3 verschiedene Frauen, die alle in Verbindung stehen mit Richard. Richard ist hier so der Mann im Fokus. Einmal lernen wir Vanessa kennen, die seit der Scheidung von Richard sehr verbittert ist und unbedingt die Hochzeit mit der neuen von Richard, nämlich Nellie,
verhindern möchte. Nelly schwebt im siebten Himmel. Sie hat gerade ihr Brautkleid ausgesucht und steht kurz vor der Hochzeit. Ja, sie kann ihr Glück kaum fassen, dass sie so einen tollen Mann wie Richard gefunden hat. Und dann gibt es auch noch Emma, eine dritte Frau hier in diesem Bunde, über die ich noch gar nicht so viel erzählen möchte eigentlich. Nee, also das müsstet ihr, glaube ich, mal selbst lesen, was die Emma hier noch zu tun hat in diesem Buch. Ja, und es wird dann eben schnell klar, dass der Richard eben nicht so toll ist, wie alle anderen denken, weil der auch so seine Geheimnisse hat. Ja, so viel dazu auf jeden Fall. Ich habe das Buch in kürzester Zeit verschlungen. Es ist so gut, so spannend. Es ist so ein perfektes Katze-Maus-Spiel, so eine Dreiecksgeschichte. Es gibt sehr viele Plot-Twists hier, auch einen, den ich überhaupt nicht habe kommen sehen. Und der ist schon relativ früh oder ungefähr bei der Hälfte des Buches, erfahren wir von dem. Ich habe es nicht kommen sehen, ich war völlig überrumpelt, fand es aber so genial gelöst und sehr stimmig und ich hätte es nie gedacht. Es hat mir aber sehr, sehr gut gefallen. Also sowas liebe ich einfach an Thrillern, wenn ich überrascht werde von irgendwie Plot-Twists, die ich habe nicht kommen sehen irgendwie. Deshalb kann ich das Buch auch nur empfehlen. Also was anderes kann ich dazu gar nicht sagen. Es ist einfach genial. Ich habe von den beiden Autorinnen noch, ja, Die Frau ohne Namen gelesen. Das fand ich auch gut. Wenn ich mich aber jetzt entscheiden müsste, dann finde ich das noch einen Ticken besser, glaube ich. Das hat mir noch ein bisschen besser gefallen. Aber beide sind gut. Also könnt ihr euch beide merken. Und ja, lest da mal rein. Ich glaube, ihr werdet es spannend finden. Es ist wirklich sehr gut gemacht, sehr gut geschrieben, sehr raffiniert, sehr, sehr schlau. Ja, hat mir wirklich gut gefallen. Und ich glaube, das werde ich irgendwann auch nochmal rereaden. Ja, meine Lieben, das waren die 5 Bücher, die ich euch jetzt vorstellen wollte in diesem Video. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Vielleicht war der ein oder andere neue Tipp für euch dabei. Das würde mich natürlich sehr freuen. Lasst mir wie immer sehr gerne eure Meinung in den Kommentaren unten da. Ich beantworte da sehr, sehr gerne Kommentare und ja, wünsche euch jetzt einfach auch noch einen schönen Tag. Bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!